Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu Gast im beschaulichen Königsbronn in Baden-Württemberg. Geladen hatten unter anderem der Reservistenverband sowie der Bundeswehrverband und es kamen mehr als 450 hochrangige Gäste aus Politik, Kirche und der Bundeswehr. Es ist wichtig, es geht auch um die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft. Das ist eins ihrer Ziele, eins unserer Ziele und dazu muss man auch mal aufs Land. Und das ist hier in Königsbronn der Fall. Wir haben hier eine super sicherheitspolitische Veranstaltung. Neben aktuellen Themen wie Afrika, Ukraine und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gab Ursula von der Leyen einen pointierten Überblick über die aktuellen sicherheitspolitischen Themen. Dabei stellte sie stets den menschlichen Aspekt in den Mittelpunkt. Der knapp einstündige Vortrag der Verteidigungsministerin bildete den Auftakt zu den dritten Königsbronner Gesprächen. Mir ist der Reservistenverband und mir ist der Bundeswehrverband einfach wichtig. Deshalb wollte ich gerne hier heute herkommen. Ich finde es ganz toll, die haben sich auch auf mich eingestellt, indem wir eine gute Lösung gefunden haben. Ich bin nachmittags gekommen, flitze jetzt nach Hause und kann heute Abend dann mit meiner Familie gemütlich Geburtstagsessen machen. Die Königsbronner Gespräche sind eine gemeinsame Veranstaltung der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung, dem Bildungswerk des Deutschen Bundeswehrverbandes, der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und des Reservistenverbandes. Die Dienstorientierung, wie ich sie selbst über 3 Jahrzehnte erlebt habe, ist zwar sehr richtig, aber um eben auch ausreichend gut vorbereitet zu sein auf den Dienst und auch die Familien mitzunehmen, ist eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Dienst, von Familie und Beruf, glaube ich, geboten. Und wer kann das glaubwürdiger machen als unsere Ministerin? Niemand. Sie kann das. Und da haben wir genau die Richtige für die Zukunft der Bundeswehr. Neben der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich dieser Kongress in den vergangenen Jahren zu einem Magnet für Diskussionen rund um Sicherheitspolitik entwickelt.